Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Vollgas-Video auf meinem Kanal Planet Gaming. Wir schauen uns heute das Stadium Stars Event mit den neuen Herausforderungen an. Wir schauen direkt mal rein. Wir müssen die Spiele Stadion Stars Show Aufgabe abschließen, Solo Show spielen, Teamrunden in der Truppshow spielen, in einer Rennrunde spielen und Überlebensrunden, Stadium Stars Runden, Truppshow Runden und viel mehr Runden erreichen. Die Belohnungen sind ein Spitzname Stadium Weltstar, auch ganz nice, da dreht sich der Thron vor Freude, 200 Kudos natürlich bei den hohen Preisen auch nochmal drin, eine Visitenkarte, Kronengreifer, Handschuhe, Muster und nochmal 400 Kudos, das ist so wenig, was man sich verdienen kann und den geilen Event-statusfähigen Free-for-All-Party-Rucksack. Wir gehen in die neuen Runden rein, ich hoffe ihr habt Spaß und let's go! So Leute, erste Runde Bahnenkampf auf ganz entspannt. Wenn wir Erster werden, kriegen wir die Goldmedaille. Ganz nice auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr es auch schon hören. Ich bin wieder ein bisschen erkältet noch. Aber es wird immer besser. 3, 2, 1, let's go. Wir hüpfen den Track Attack nach unten. Nehmen die schnellste Variante und gehen weiter über den oberen Pfad, fallen hier natürlich mal ganz entspannt runter, rutschen die Schleimrutsche zweimal, fallen runter und probieren das Ganze mit dem linken Weg nochmal. Genau, dann gehen wir hier den nicen Trick. Hier ist auch nochmal eine 10 Euro Sushi-Rolle und wir sind qualified. Der nächste Modus ist ganz entspannt mal überleben. Der Wirbel, hier wie das ganz schnell im Hintergrund Gameplay durchrattert. Auf jeden Fall ganz cool. Weiche den Hindernissen aus und fall nicht in den Schleim, ist unsere Aufgabe. Und vor SBMM, also Skill-Based Matchmaking, waren die Lobbys, war dieser Run eines der längsten der Welt, gefühlt schon. Weil einer ist jetzt erst draußen, normalerweise waren jetzt alle raus und es war schon ein, das war ewig lang gefühlt. Na, dann war ich mir sogar siegessicher, hat dann nochmal 1000 Jahre länger gedauert und wir haben nochmal Hexerrolle Finale. Ich habe euch auch nochmal Fallguys Clips in meiner Playlist Fallguys Clips dazu gemacht. Ich glaube, 3 Stück ist auch nochmal in der Videobeschreibung die Playlist verlinkt. Wir schauen, ob wir Skill-Based Matchmaking Lobby nicht schaffen. Oder obwohl, wir schaffen sie ohne Skill-Based Matchmaking, so wie ich sagen will. Wir haben einen schwarzen Ritter in der Lobby, muss nichts heißen. Er war halt auf Discord am Start, so wie ich gehört habe. Einer ist schon draußen hier. Oder gleich 3, ja genau. Ganz ist auch noch am Start. Ich sehe keine so große Konkurrenz. Aber ein paar nice Spieler sind schon noch am Start. 4 sind schon raus. Wir versuchen uns auf der Kachelrolle weit vorne zu halten. Noch auf der nice blauen Ebene. Und da oben, ich verstehe es einfach nicht. Leute, wenn ihr da hinkommt, wahrscheinlich bin ich auch hingekommen, macht doch da oben die Platten weg. Das stört so, Alter. Auf jeden Fall sind jetzt schon 8 Leute raus. Ich frage mich, kann man da eigentlich rechts auf dem Rand laufen? Finde ich auch ganz cool, wenn man es könnte. Okay, dann ja, können wir hier ganz entspannt auf dem Ring walken und walken. 3 Minuten geht die Runde auch schon im gecutteten Zustand. Einer ist noch mit mir in der Runde und wir schauen, wann es ihn auch erwischt. Die ganze ist es nämlich. Wir schauen überhaupt, ob wir überhaupt gewinnen. Ich weiß ja gar nicht, bin ich aber auch schon wieder. Keine Ahnung, ob wir da überhaupt gewinnen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und, oha, wir haben einfach gewonnen. Nice, ich wusste es wirklich nicht. Ich habe dieses Material nach gefühlt einem Monat, wie alt dieses Video schon ist, in die Hand genommen. Hier könnt ihr es nochmal genießen, dieses Videomaterial.
das schon ein Monat alt ist. Ich kann es nicht glauben. Ich habe noch 3 Challenge-Videos vor mir, die ich noch hochladen werde. Die werden auch in den nächsten Tagen kommen, weil ich in den letzten Tagen, wo ich es eigentlich geplant habe, es kam nur eine Folge des Clips, weil ich war stark erkältet, wie ich mal sagen könnte. Es war zum Glück Corona negativ. Und ja, 2700 XP haben wir nochmal eingesammelt. 200 gut, das war wirklich, der Shop ist so expensive. 6000 Euro pro Woche oder Kudos in dem Fall, 6000 echte Euro wären ein bisschen viel, kostet der Weekly Shop und dann noch Daily Shop irgendwie so um die 700, wenn man keine echten Geld ausgibt. Und man kann sich ja nicht mal Kudos für echt Geld kaufen. 306 Kronen ist unser aktueller Stand auf Kronenrang 24 in dem Folgesclips Hexerrolle Nummer 1 war es auch schon. Mehr 333. Jetzt können wir uns hier schon mal Stadion Weltstar und 200 Kudos abholen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Leute, im Gewächshaus der Gurke. Wir sind im nächsten Finale. Im Knallballfinale, wo wir versuchen, die anderen Baked Beans umzuschmeißen. Ich bin gerade wieder in Hustensaft. Laune, wie ihr mich kennt. Ich habe einmal mein Fitnesskostüm mit Fall Guys angezogen, mit Medaillen auf dem Körper tätowiert in lila-gelb. Wer kennt's nicht? Hier ist auch noch ein roter Panda am Start. 1 von 10 ist gerade rausgeflogen und am Ende gibt es so einen heftigen Fail. Den bekommt ihr gleich noch mit. Da, es war auf jeden Fall, wenn ich das Mikro an hätte, dann wäre ich ordentlich ausgerastet auf jeden Fall. Ganz cool. Bald waren wir dann im 1v1. 9 von 10 waren rausgeflogen. Und mit Keywolf, 17 auf jeden Fall, ganz cool. Wir haben den legendären Moment wirklich erreicht, wo wir sagen können, wir nehmen uns einen Ball und werfen ihn mit einem Hechtsprung natürlich zu ihm hin und fallen davor in den Schleim. GG an Keywolf 17 Kreislauf-Cola-Bier. Trotz den in Anführungszeichen extremen Vorfällen haben wir es geschafft, den Freefall-Party-Rucksack einzusammeln. Das war's von der Folge und ciao, Bowie.